Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei Nerd von Medizin. Neben mir steht Philipp Jung, der sympathischere der beiden Philipps und viel schlauer auch noch und schöner. Es ist einfach eine grandiose Situation. Wir sind hier in Garmisch-Partenkirchen, man sieht so ein bisschen am Bergpanorama hinter uns, bei den Kindernotfalltagen. Jetzt mal ganz konkret, wenn du hörst, du hast jetzt Notarztdienst oder in welcher Form auch immer, die Einsatzalarmmeldung ist, Kind mit Atemnot. Was geht dir da durch den Kopf? Was sind so deine Gedanken irgendwie? Naja, erstmal natürlich denke ich immer, oh, zum Glück mal ein Kindernotfall, weil ihr findet immer die 5% der Einsätze mit den Kindern doof. Also bei mir ist das Verhältnis jetzt nicht ganz umgekehrt, aber da freue ich mich dann schon ein bisschen, weil ich mich da zu Hause fühle. Aber durch den Kopf geht mir, wie schwer mag das wohl sein, diese Atemnot? Und ist das eine Atemnot oder ist es schon ein Atemversagen? Wie weit muss ich gehen? Die Hypoxie ist ja die häufigste Ursache für einen Herz-Kreislauf-Stillstand im Kindesalter. Das heißt, ich muss mich schon auch überlegen, gescheit zu therapieren, um das Kind aus der Atemnot rauszuholen, weil wenn ich das schlecht mache, geht die Atemnot ins Atemversagen und das Atemversagen in die Reanimation. Und das ist doof, da will ich vorher das Ganze begrenzen. Jetzt hast du schon zwei Begriffe gesagt, nämlich Atemnot und Atemversagen. Das macht für mich logisch Sinn, aber gibt es da ist das ein weicher Übergang? Gibt es da einen harten Punkt, wo du sagst, oh, das ist jetzt ein Hinweis für ein echtes Atemversagen? Auf was müsste ich da schauen? Um das irgendwie zu differenzieren. Für mich ist so die Kerngröße immer die am meisten vernachlässigte Größe in Präklinik oder Klinik, ganz egal, aber die Atemfrequenz. Also das ist so das A und O. Wenn ich ein Kind habe, was so noch gerade seine Sättigung, wo auch immer, das wird diskutiert, 90, 92, 94, eine normale Sättigungsuntergrenze ansetze, dann habe ich halt so Kinder manchmal in der Atemnot, die sind da entweder drüber durch ihre Tachypnoe, durch ihren Stress, brauchen vielleicht gar keinen Sauerstoff, Atemnot trotzdem, Therapie, Sauerstoff gehört immer dazu. Mhm. Gibt es Kinder, die sind so leicht drunter, die schaffen es aber noch so gerade so, das zu denken, das ist auch noch die Atemnot. Schwierig wird's, wenn dann diese Tachypnoe-Komponente abnimmt und wenn die Kinder in die Bradypnoe gehen und das nicht, weil ich so tolle Therapie mache, vielleicht mache ich ja noch gar keine, aber sondern dass sie im Sinne einer Dekompensation es halt nicht mehr schaffen, ihren Bedarf zu decken. Und dann muss ich halt, der größte Unterschied therapeutisch ist dann, dass ich mit einer assistierten Beutelmaskenbeatmung, was bestimmt nicht einfach ist, wir sagen das immer so, aber das ist schon auch eine große Herausforderung, dass ich damit die Kinder unterstütze. Ja, Zum Beutelmasken assistiert beatmen, da habe ich nachher gleich noch eine Frage, aber wenn du sagst Atemfrequenz, da ist es natürlich, also wenn ich mir denke, okay, ich habe jetzt so Atemfrequenzgrenzen grob jetzt für alles über 12, 13, 14 Jahre, da ist es ja relativ ähnlich wie in der Erwachsenenmedizin, aber hast du da einen groben Anhaltspunkt oder ist es nach Gefühl oder weil ich meine, ein Neugeborenes schnauft natürlich per se schneller als jetzt ein Fünfjähriger. Ich habe so ganz grob immer die Grenze, Neugeborenes hat so 50, 60er Atemfrequenz und dann nimmt die Atemfrequenz ab, bis die Teenager dann so bei 15 ungefähr sind. Mir kommt es da gar nicht auf diese Absolutzahlen an, aber man muss die Ausreißer erkennen. Und die Kinder, wir reden ja nicht über die Kinder, die so ein bisschen Atemnot haben. Wir reden ja über die Kinder, die so viel Atemnot haben, dass sie bedroht sind, in ein Atemversagen zu rutschen. Und das sind die Kinder, die mit der Atemfrequenz deutlich über dem sind, mit Dyspnoe-Zeichen dabei, Einziehung, vielleicht ein Stridor, inspiratorisch, expiratorisch, auch nicht so leicht zu differenzieren präklinisch. Das hat nichts dann mit Doofheit zu tun, sondern das ist einfach manchmal bei einer 90er Atemfrequenz schwierig zu hören, ist das in- oder expiratorisch. Ja? Aber so diese Ausreißer, die muss ich erkennen und die müssen bei mir so eine Red Flag hervorrufen, dass ich also einfach sage, okay, das Kind ist jetzt kritisch und hier muss ich ein bisschen straightforward. Die Einziehung, das ist ja das, was man, finde ich, lernt, auch bei den Kursen und auch recht deutlich, gibt es ja ganz viele Videos, wo man das sieht. Das allein ist jetzt aber noch kein Zeichen fürs totale Atemversagen. Das ist passt zur Atemnot. Genau. Ist sicher ein Zeichen und das in Kombination wenn man merkt, das kippelt jetzt ein bisschen. Ja. Eher im Gegenteil. Also wenn die Kinder das Atemversagen, kann schon dann auch sein, dass der Übergang so ist, dass die Kinder weniger tief atmen können, weniger Kraft haben und ich vielleicht sogar weniger Einziehung auf einmal sehe. Aber zum Beispiel auch Stridor, wenn der Stridor schwächer wird und das Kind somnolenter, dann ist das eine absolute Red Flag, weil dann für einen Stridor brauche ich immer ich bin kein Physiker, aber man braucht immer turbulente Strömung, dann hört man Geräusch. Und wenn die Kinder einfach nicht
genug schnell die Luft bewegen können, weil sie zu wenig Kraft haben, dann haben die vielleicht auch gar keinen Stridor mehr. Und das muss auch so ein Alarmzeichen sein. Also das ist ein richtig guter Punkt. Ich meine, wir kennen das ja, keine Ahnung, vom COPDler oder von den akut respiratorisch insuffizienten Erwachsenen, die dann so ein bisschen Morphin mal kriegen und dann werden sie ganz entspannt und alle sagen, ja, super. Und spätestens, wenn sie in der Notaufnahme sind, ist das CO2 irgendwie bei 100. Und komischerweise sind die dann schlecht. Aber das merke ich mir jetzt nochmal für die Kinder, weil das ist natürlich sicher eine Falle, in die man tappen kann. Das aufgeregte Kind, das schlecht schnauft, wir machen irgendwas, vernebeln oder whatever. Und dann wird es so ein bisschen langsamer von der Atmung, wird ein bisschen ruhiger, alles sagen, na super, ne? Alles easy. Soll die Mutter mit dem Taxi ins Krankenhaus, also jetzt übertrieben formuliert. Okay, das ist ein guter Punkt. Quasi weniger Symptome, weniger Einziehungen, weniger Vigilanz, weniger Atemfrequenz ist nicht per se Entspannung, sondern eigentlich eine Hardcore-Red-Flag für uns. Zumindest muss man daran denken. Ja, und immer reevaluieren. Ne? Das ist immer der Punkt. Wenn ich was mache, muss ich auch immer gucken, wie gut funktioniert das. Ne? Du hast vorher gesagt, Maskenbeutel assistiert beatmen. Jetzt muss ich ehrlich sagen, assistiert beatmen finde ich, selbst wenn ich dann einen großen Kopf habe, nicht ganz so einfach. Wie machst du das ganz konkret? Vor allem bei jemandem, der jetzt vielleicht eben eine 50er, 60er oder noch mehr Atemfrequenz hat. Wie passiert das? Das ist genau das, was ich meine. Es ist halt nicht einfach. Ne? Und gerade so ein Kind, was noch schnauft, irgendwie die Maske aufzudrücken und dann mit dem Beutel noch gegen zu drücken, das kann wirklich sehr schwierig sein, auch für Leute, die es eigentlich ganz gut können. Ich versuche immer, wenn die Kinder gehen ja meistens mit der Atemfrequenz so ein bisschen runter. Also entweder sie bewegen so wenig Luft, dass sie noch tachypnoisch sind und ich sie gut überfahren kann mit meiner Beutelmaskenbeatmung. Oder sie werden so bradypnoisch, dass ich quasi in die Atempausen rein vorsichtig anventilieren kann. Was super ist, ist, wenn man so dieses Manometer am Beutel hat, was einem so ein bisschen eine Idee gibt, wie viel Druck übe ich da jetzt aus. Und dass man die Kinder natürlich nicht irgendwie aufpustet, sondern wirklich sanft probiert, da Luft sozusagen nachzuschieben. Macht da auch so, wenn wir die Ressourcen irgendwie haben, personell, wie bei der Reanimation, der Doppel-C-Griff Sinn, also quasi eine Person hält und der andere konzentriert sich wirklich nur, oder würdest du sagen, du bist dann näher dran, wenn du es selber machst? Ich meine, alles, um die Maske dicht zu kriegen, das muss man schon sagen. Und da kann zwei Hand, zwei Helfer sehr sinnvoll sein. Letzten Endes muss man aber auch immer gucken, wie vigilant ist das Kind und wie sehr zwinge ich das in meine Therapie oder wie gut macht das sozusagen noch mit. Ne? Und so ein richtiger Essmarsch tut halt auch weh. Also es kann sein, dass die Kinder da nochmal andere Lebensgeister haben und sich dann ein bisschen mehr wehren. Das kann ja aber auch zu einer Entspannung ein bisschen zumindest im Team führen. Vielleicht auch nicht so doof. Jetzt hätte ich die nächste Frage, wenn wir zum Glück noch nicht ganz so weit sind, dass wir jetzt sagen, ich packe den Beutel aus, hoffentlich. Geht so ein bisschen in die Vernebler-Therapie. Das ist ja was bei Kindern so gefühlt der Erstangriff ist, bei Luftnot auch relativ undifferenziert, ohne dass man jetzt in die komplexe Diagnostik geht. Kann ich eigentlich jetzt mit Adrenalinvernebelung, kann ich da was falsch machen? Da stellst du ja genau die richtige Frage und bietest schon die richtige Antwort. Eigentlich nein. Es ist nur, also das Einfachste wäre zu sagen, alle Kinder mit Luftnot kriegen Adrenalin inhaliert. Da sind wir vielleicht noch nicht, aber da sind wir nicht, weil es auch immer noch Diskussionen gibt, wenn die Kinder mit Adrenalin vernebelt haben, muss man sie dann klinisch nachüberwachen. Das ist so eine pädiatrische Diskussion, die gerade geführt wird. Ich würde es ganz pragmatisch machen. Habe ich einen Stridor, der sicher die unteren Atemwege betrifft, also in irgendeiner Art und Weise einen wirklich, ich bin mir sicher, expiratorischen Stridor, dann kriegen die Kinder Salbutamol. Wenn ich ein oberes Problem der oberen Luftwege, dann kriegen die Kinder Adrenalin, weil hier will ich ja eher abschwellen, hier will ich die glatte Muskulatur entspannen. Wenn ich mir nicht sicher bin oder die Kinder einen biphasischen Stridor haben, dann nehme ich auch das Adrenalin, weil das hilft mir im Zweifelsfall auf beiden Ebenen und soll auch ungefähr, da gibt es so ein paar Daten, ähnlich gut die glatte Muskulatur entspannen wie das Salbutamol. Aber wie gesagt, es ist immer noch eine Diskussion, ob die Kinder oder wie lange die Kinder dann klinisch nachüberwacht werden müssen. Okay, da kann man natürlich dann die Coolness haben und sagen, okay, als Erstversorger ist mir das. Das sollen wir dann diskutieren. Aber das ist doch auch ein klares Statement, ein guter Punkt. Wenn ich mir unsicher bin, dann kann ich dem Kind was zum Vernebeln geben. Dazu gehört noch Cortison. Das ist was, wo wir immer sagen, das können die Kinder gut haben. Gibt es mittlerweile in verschiedenen oralen Zubereitungen auch. Muss man immer gucken, wie die Somnolenz des Kindes ist, wie gut schlucken die das. Oder ansonsten diese Clismacort oder Rectodelt, wie es auch Prednison oder Prednisolon.
die man rektal geben kann mit so einer Pauschaldosis von 100 Milligramm, die man auch so lässt, die man jetzt nicht abkratzt oder verkleinert nach eigenem Gutdünken, wie schwer das Kind ist. Das gehört dann schon noch dazu, muss man sagen. Ne? Macht es einen realen Unterschied in der Präklinik jetzt? Also ich verstehe, dass die das brauchen, aber jetzt sagen wir beim Asthma oder COPD, bei den größeren würde ich jetzt sagen, wahrscheinlich ist mir wurscht, ob es eine halbe Stunde früher oder später das Brett hinbekommt. Ja, oder eine Stunde. Wenn du dich für die Adrenalininhalation entscheidest, dann ist es schon, also sobald ich das Adrenalin wegnehme, ist auch eigentlich die Wirkung nicht mehr lange da. Mhm. Manchmal habe ich noch so ein Rebound-Phänomen danach und da erhofft man sich dann von der zeitlichen Komponente, dass da dann das Cortison angreift. Insofern macht es schon Sinn. Okay, guter Punkt. Letzte Frage, bei akuter Luftnot bei Kindern finde ich es ja total schwierig, wenn die nicht, und ich meine, sind ja einfach nicht 24 Stunden perfekt überwacht. Wie komme ich jetzt auf die Idee oder was kann mir helfen, wenn ich an das Bolusgeschehen denke? Also den Leberstein, die Murmel, die was auch immer da so am Boden rumliegt. Das größte Schreckgespenst, was wir haben, muss man ehrlicherweise sagen. Was die Aortendissektion für die Erwachsenen ist ja, die. Ja. Aber gibt es da Anhaltspunkte? Wann denkst du besonders dran oder kannst du es auch irgendwie mit relativ großer Sicherheit sagen, okay, das ist jetzt wahrscheinlich nicht das Problem? Du kannst es, aber die Frage ist immer, ob du die Frage sicher beantwortet bekommst. Wenn die Kinder nicht gehustet haben, also wenn die Eltern kein Husten beschreiben, dann ist eigentlich das Bolusgeschehen zumindest, was Richtung Tracheal geht, weil die Hustenrezeptoren ja im Kehlkopf sitzen, eigentlich so gut wie ausgeschlossen. Was dann halt nicht ausgeschlossen ist, ist die Ingestion. Auch die kann ja, also irgendwas im Ösophagus, was dann vielleicht auf die Trachea drückt, sowas kann ja auch sein, macht aber oftmals vielleicht ein bisschen weniger Probleme, kann aber auch mal ausgewachsen sein. Und ansonsten ist das Bolusgeschehen immer eine ganz wichtige Differentialdiagnose und ganz, ganz schwierig zu fassen. Im Zweifel würdest du aber auch da einfach deine Atemnottherapie machen und nicht die Kinder in irgendein Heimlichmanöver zwingen oder sowas. Oder einfach mal auf den Rücken hauen, ohne dass du einen Anhaltspunkt hast. Anamnestisch vielleicht auch, dass da irgendwie sowas sein könnte. Mhm. Hilft dir das weiter? Das hilft mir tatsächlich weiter, aber dieses Pragmatische ist, finde ich, richtig super. Philipp, vielen, vielen Dank für deine ganzen Tipps. Ich bin mir sicher, da draußen gibt es auch einige, die da unendlich dankbar sind. Wenn ihr Fragen habt, vor allem spezielle Fragen, leiten wir das natürlich alles an den Philipp weiter, kommentiert, schreibt uns eine Mail oder wie auch immer. Wenn ihr auch gute Ideen oder eigene Algorithmen habt, immer, immer gern an uns schicken, teilen, liken, sagt der Philipp, immer sage ich es auch. Philipp, vielen Dank. Wir sehen uns spätestens nächstes Jahr bei den Kindernotfalltagen. Vielleicht schaffen wir es zwischendrin auch mal. Und ich wünsche euch viel Erfolg mit den Kindernotfällen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Tschüss.